Moin moin liebe Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge von Titan Quest. Wir sind am Ende von Akt 2, müssen jetzt mit Imhotep sprechen, um den dritten Akt anzufangen. Ja, wenn ihr genauso gespannt seid wie ich, dann lasst doch gerne mal ein Like da und wir quatschen mit ihm. Du hast den Telkiner besiegt? Klar. Hervorragend. Vielleicht gibt es jetzt noch Hoffnung. Du musst nach Babylon. In diesem Augenblick wird die Stadt von einem weiteren Telkiner angegriffen. Na klar. Was ist das für eine Tafel, die du gefunden hast? Lass mich einen Blick darauf werfen. Oh nein. Jetzt weiß ich, wonach dieser Telkiner gesucht hat. Diese Tafel enthüllt, dass im Tempel des Marduk unter den hängenden Gärten die Sichel des Kronos ruht. Diese Sichel wurde von den Titanen im großen Krieg benutzt und besitzt die Macht, sogar einen Gott zu töten. Wenn diese Sichel in die Hände der Telkiner gelangt, sind wir alle verdammt. Beeile dich, es ist äußerst wichtig, dass du sofort nach Babylon abreist. Die Zeit reicht nicht, um zu Land oder zu Wasser zu reisen. Es gibt vielleicht einen besseren Weg. Gehe zum Tempel der Hatschepsut. Dort findest du ein altes Portal. Das Zepter der Ewigkeit ist ein Schlüssel zu vielen Reichen und kann mit dem Portal benutzt werden, um dich nach Babylon zu bringen. Lege das Zepter vor dem Portal ab und schreite hindurch. Gehe so schnell wie möglich. Wir kommen vielleicht schon zu spät. Babylon. Er will noch weiter quatschen, ne? Ja, das Tor ist offen. Ja, gehe, danke. Na, wenn wir eh schon zu spät dran sind, dann muss ich jetzt nicht noch weiter quatschen hier. Okay. Ich dachte, wir kommen jetzt schon direkt in den dritten Akt. Nach Babylon. Aber wir müssen erstmal zum Portal gehen. Gut. Dann machen wir es eben. Sollte ja nicht so weit sein. Hoffe ich zumindest. Wir sind fast Level 27. Dann können wir wieder ein bisschen skillen. Geht's denn über lang hier wieder, ey? Ich finde es immer so geil, wie die manchmal nach hinten geschleudert werden. Da ist noch einer. Sehr schön. Leute, ich kann euch ja nochmal sagen, dass es mir leid tut, dass die Folgen im Moment eher unregelmäßig kommen. Hat aber den Grund, dass ich zurzeit Urlaub habe und ich einfach das Wetter draußen genieße. Wir sind viel am Strand unterwegs und besuchen so ein bisschen die Gegend, wo wir hier noch gar nicht waren. Und da komme ich einfach nicht zu jeden Tag eine Folge rauszubringen. Ich versuche es natürlich, aber ich glaube gestern kam keine, wenn die Folge rauskommt, vorgestern. Ich bitte das zu entschuldigen, aber das Wetter, das muss man einfach genießen, ne? Ihr solltet auch lieber rausgehen, anstatt Videos zu gucken. Das könnt ihr immer noch nachholen. Genießt die Sonne. So lang ist der Sommer nicht. Tempel der Hatschepsut. Hier muss auch irgendwas Portal sein. Käfers. Ich habe vor der Folge noch einen Ring gewechselt, den wir letztes Mal gefunden haben. Da habe ich einen ausgetauscht und habe meine Rüstung an den Beinen und den anderen Ring noch verzaubert. Da haben wir noch ein bisschen Schaden rausgekriegt. Noch zwei Essenzen gefunden, die noch vollständig waren und die halt genutzt. Warum muss ich denn jetzt noch so viel erkunden hier? Das sieht ja schon tempelmäßig aus, ne? Geht mal ganz kurz hier gucken, ob hier noch was war.
Nee. Gut, dann gehen wir rein. Meinetwegen. Ach ja, komm, war ja klar. Wo sind die Skelette? Und die Zombies. Da sind die Zombies, okay. Da sind die Skelette. Ja. Jetzt sind sie wieder alle vollständig, ne? Sind wieder vereint. Wo ist der andere Obelisk? Hier. Level ab! Kiste. Mitnehmen. Die folgen wir mal ein bisschen. Können sie gerne machen. Ja, dann kommt her. Mein Gott. So, das Gebiet ist gesäubert. Wir können eine Etage weiter nach oben. Wir skillen erstmal. Verteidigung. Was haben wir letztes Mal geskillt? Ich glaube das hier, ne? Kampfdurchblick. Verteidigungsqualität. Das ist ja meine aktive Fähigkeit, die ich ja immer aktiv habe. Was ist das denn hier? Erschütterungshieb. Na komm, 1, 2, 3. Machen wir noch 2 hin. Bisschen Verteidigung kann ich schaden. Oh ja, komm Leute. Neuer Großhelm. Gleich mal angucken. Prozent Stärke ist natürlich cool, aber Intelligenz und Geschicklichkeit brauche ich nicht. So. Hier soll das Portal sein, ja? Schreit aber erst nach dem Endgegner. Würde ich mal sagen. Massive Steintür. Na gut, erstmal ein paar Dämonen hier. Oh, die können ja nichts. Noch eine Steintür. Mhm. Zombies, Skelette, Dämonenhunde. Oh, jetzt geht's euch aber gut hier, wa? Muss ich kurz auf mein Leben achten hier. Oh, das sieht nicht gut aus. Diese blöden Magier hier. Kann doch nicht wahr sein. Lasst mich in Ruhe. Ach, hier gibt es ordentlich was zu looten, ne? Guck mal. Hier ist schon mal eine Falle drin. Sehr schön. Ein bisschen Gold. Enttäuschend. Gut. Hier müssen wir schon durch. Seit wann haben Mumien denn das Bogenschießen gelernt?
war noch was, genau. Von der Kiste. So, den Ring. Und weiter nach unten. So. Hier muss das Portal doch mal gleich kommen, oder nicht? Ist hier noch ein Schritt? Leute! Was ist das denn jetzt hier? Das kann doch nicht sein. Erstmal noch ein Heldenmonster oder was? Ich meine, nehme ich gerne mit. Aber ich will zum Portal. Bis wir zum Portal ankommen, bin ich schon Level 28. Das ist alles nur Zeitverschwendung. Jetzt ist hier noch ein Schrein der Erfahrung. In diesem Tempel sind aber auch alle Gegner vertreten, ne? Fehlen jetzt nur noch diese Echsenmenschen. Oh, es nimmt kein Ende. Hier gibt es nicht mal eine Truhe oder so, ne? Nö. Warum soll ich auch belohnt werden für das, was ich mache? Hier gibt es zumindest ein paar Kisten. Aber auch nur Müll drinne. Zackenspeer. Darf ich schon mal mit dem Speer kämpfen sehen? Nee. Hat auch einen Grund. So, kann ich jetzt mal zum Portal kommen, bitte? Ja, stellt euch schon ruhig alle in die Schusslinie. Ist okay. Ich will nur die Falle zerstören. Danke. Und weiter eine Runden. Auf geht's. Nächste massive Steintür. Und noch eine. Und ein Gegner. Alles klar. Aber gut. Der Sandspukfürst hält nicht so viel aus.
Was habe ich denn schon wieder gedrückt? N. Mit N kann man die Sachen ausblenden. Okay. So, königliche Kiste. Komm. Giftherz. Giftherz? 26% Giftwiderstand, 81 bis 117 Giftschaden, 25% Giftschaden und um 60% längere Dauer und plus 2 auf stechende Nessel. Was ist denn stechende Nessel? Das aktuelle Amulett hat 30% Bewegungsverlangsamungsvergeltung, 25% Kälteschaden, 28% Frostbandschaden, 6 bis 15 Kälteschaden und 31 Energie. Oh! Von 370 Schaden pro Sekunde auf 466. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das nehmen wir aber sowas von. Endlich mal was Gutes hier. Ich fasse es nicht. So, das hier. Altar der Ewigkeit. Hier muss ich das Ding auflegen, ne? Na, Freunde. Würde ich sagen. Beende ich die Folge hier? Nee, kleiner Spaß. Ich gehe natürlich durchs Portal nach Babylon. Ja. Ja, Gärten von Babylon, ne? Ich verkaufe erstmal meinen ganzen Kram. Das kann auch weg. Das kann weg. Kältewiderstand behalte ich. So, wäre ein bisschen aufgeräumt. Vielleicht kommt auch gleich wieder ein Karawan-Typ. Also, ihr wisst, was ich meine, so ein Lager. Sprechen wir erstmal mit Zakir, Orden des Prometheus. Bei Inanna! Ich hatte gedacht, diese Portale seien ein Mythos. Wie hast du es benutzen können? Ach, das ist jetzt auch egal. Du sagst, dass Imhotep dich schickt? Es ist gut zu hören, dass der Orden noch immer im Land der Pharaonen kämpft. Ich hoffe nur, dass du rechtzeitig gekommen bist. Ein Telkine erzwingt sich den Weg in die Heilige Kammer im Tempel des Marduk. Er wurde vom Orden des Prometheus bewacht, aber alle sind in der Schlacht gefallen. Beeil dich, Krieger. Du musst ihn aufhalten, bevor er in die versiegelte Kammer einbrechen kann. Uiuiui. Sind wir denn schon in Akt 3? Ja, Orient. Hängenden Gärten. Sehr schön. Gut, die hauen schon ab. Ui, neue Gegner. Aber die hatten es schon mal am Strand von Griechenland. Nur in einer anderen Farbe, glaube ich. Na? Oh, es ist ja schön hier. Sogar bei Nacht ist das schön. Die ganzen Gärten. Ach, guck mal hier ein paar Insekten. Spinnen sind das. Die kenne ich aber auch. Ist hier keine anderen Gegner oder was? Oh, die machen aber Schaden. Junge, Junge, Junge. Hier, Pflanzen. Sind jetzt auch gegen mich. Was? Was ist da passiert? Was war das? Wie konnte das passieren? Ich weiß es nicht. Da sind diese riesen Pflanzklöpse aufgetaucht. Hä? Da die Viecher. Alter, warum machen die so viel Schaden?
Sind sie wahnsinnig? Halt, ich muss meinen Grabstein mitnehmen. Ich dachte, ich habe jetzt schon einigermaßen gute Resistenzen. 40% Feuer, 34% Kälte, 24% Blitz, 33% Gift. Na gut, 0% Blutungswiderstand. Lebenskraft Widerstand 20. Und physischer Widerstand 0. Es ist schon wieder deaktiviert hier alles. Mahagonitruhe. Hört, hört. Da oben muss ich wahrscheinlich hin. Sehr linear bis jetzt alles. Ach, diese Pflanzen. Halten nichts aus. Machen aber ganz gut Schaden, ich finde. Okay, ab nach oben. Dschungelkriecher. Was ist denn das Gottesanbieterin? Mantide. Bin ich jetzt hier im Dschungel unterwegs oder was? Die Viecher, die mag ich überhaupt nicht. Der wird ja ganz klein, ne? Die mag ich auch nicht. Spinnen finde ich in Ordnung. Mit Spinnen kann ich leben. So, hier ist der Brunnen. Leute, ich denke mal, das ist der erste Eindruck von Akt 3. Der muss reichen für heute. Ja, 26 Minuten ist okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr gespannt seid, wie es weitergeht, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Ciao.